Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 24. April 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das ganze Wissen übernommen von indischen Astrologie und sie berechnen ihren Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen auch. Das heißt, sie berücksichtigen auch die Präzession. Und weil das andere Berechnung ist, nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Aber es ist präzise, jeder kann nachforschen, wie die Astronomen das auch berechnen, geht ihm die Seite auf die Nase, vergleicht es auch. Und es ist übereinstimmend. Und das ist eine andere Berechnung. Die tibetischen Astrologen haben dieses Wissen. Dazu kommt noch die chinesische Astrologie. Also das ist viel vielseitiger. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Hier ist die Sonne in Tierkreiszeichen Widder und zeigt die Monatsthemen. Monatsthema ist Mut zu zeigen, Kraft zu zeigen, etwas in Bewegung setzen und Neuanfang. Feuer hat auch eine reinigende Wirkung. Sonne befindet sich auch im Mondhaus Ashwini, was auch Heilung und Reinigung bedeutet. Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Schütze. Hier auch Feuerelement, das heißt, die beiden Lichter, Sonne und Mond, stehen in einer Harmonie und das spüren wir auch. Die innere Ruhe, Gleichgewicht, diese Harmonie. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier, hier im Erdeelement, und das bedeutet besonders für die männlichen Personen Sicherheit, Stabilität, Struktur. Sie kümmern auch um die Finanzen und sie brauchen zurzeit sehr viel Ruhe und sie möchten die Tage mal einfach so genießen. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen und belehrt uns. Und was vermittelt diese Tierkreiszeichen? Was sollen wir hier lernen? Hier befinden sich zwei Fische und sie schwimmen im Wasser, weil das ist die Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert unsere Gefühle. Die eine Richtung ist Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Selbstmitleid und alle leiden mit. Und ich bin davon überzeugt, dass einige genießen das auch. Endlich Aufmerksamkeit bekommen, ein bisschen Streicheleinheiten bekommen. Aber eins merken sie nicht, dass die Angst, Schuldgefühl, Zweifel blockiert, geht nichts voran. Und die Energie zieht sich alles nach unten und das führt sogar bis zum Depressionen, bis zum Drogenabhängigkeit oder Alkoholeinfluss. Und das ist die Endstation. Und damit wir das auch verstehen, dass wir unseren Gefühlen achten sollen, das zum Verhindern, dass es in diese Richtung sich etwas bewegt. Nicht nur, weil wir selbst betroffen sind, sondern weil andere. Und wenn ihr merkt, im Alltag, dass jemand ständig jammert, dann klärt auf, sie sollen auf ihren Gefühlen achten. Oder oft hilft auch einfach mal stehen lassen, gar nichts auf diese Jammereien einsteigen, weil das hilft nicht.
stattdessen in andere Richtung bewegen. Und hier herrscht Jupiter und Neptun. Und Jupiter schenkt schon Glück und Optimismus. Und Neptun lässt unseren Träumen leben. Wir brauchen aber eine Vision, wir brauchen eine Vorstellung davon, was wir erreichen wollen, auch finanziell, auch beruflich, auch in die Liebe, Partnerschaft. Und da die Aufmerksamkeit lenken, Energie lenken, das manifestiert sich. Und daran glauben, das Vertrauen und dann aber loslassen und geschehen lassen, damit das im Fluss kommt. Das belehrt uns Merkur. Merkur ist das Wissen, das praktische Wissen. Besonders für uns Frauen sagt es, oder Thema Liebe, Partnerschaft, sollen wir das mal wirklich praktizieren, diese Vorstellungskraft, dieses Vertrauen. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und Jupiter belehrt uns auch, das ist die höheren Oktaven von Merkur. Auch Wissen, das ist eine höhere Bildung, ein höheres Wissen, das ist Weisheit. Tiefes Wissen, und bei Skorpion gehen wir wirklich in die Tiefe. Und Skorpion ist auch Wasserelement, hat auch mit unseren Gefühlen was zu tun. Und hier entdecken wir die Kundalini-Energie. Und das bedeutet, das ist Schlangenenergie, besteht aber aus zwei Schlangen. Die eine Richtung sind die Gefühle, was blockierend wirken. Das sind die negativen Gefühle, wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid und Hass. Es sind alles negativen Gefühle. Hass und Neid sind zerstörerisch. Angst, Zweifel, Schuldgefühl ist zwar nicht zerstörerisch, aber blockiert. Außerdem, mit Angst öffnen wir Pandoras Büchse, die trojanischen Pferd kann jederzeit einkommen. Stattdessen sollen wir von negativen Gefühlen verabschieden und übergehen auf die positiven Gefühlen. Das ist die zweite Schlange in diesem Kundalini-Energie. Das sind Energiefelder. Die positiven Gefühle sind Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. Das ist göttlich, das ist schöpferisch. Und mit dieser schöpferischen Energie, mit dieser Kraft können wir unserem Leben schöpferisch gestalten, und das befreit auch, weil die Energie steigt nach oben und wir fühlen uns wie befreit. Und diese Weisheit ist hier, was gerade Jupiter uns erklärt, dieser Jupiter-Einfluss. Jupiter ist rückläufig, hat mit Vergangenheit was zu tun, aber auch mit karmischen Themen. Venus befindet sich hier in Fischen, natürlich hier die Liebesenergie im Wasserelement sehr gefühlsvoll. Venus zeigt uns Frauen auch, und wir lernen im Vertrauen bleiben, Vertrauen im Fluss des Lebens. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, kommt immer plötzlich. Uranus bewegt sich hier im Widder, und das zeigt bei vielen auch Neuanfang oder eine neue Richtung. Neptun lässt unseren Träume leben, und das ist hier in Tierkreiszeichen Wassermann, und das bedeutet, Ideen haben wir auch. Dann sollen wir das auch verwirklichen, und das ist auch schöpferisch. Pluto bewegt sich im Schütze, und morgen wird Pluto stationär und dann wird rückläufig. Stationär bedeutet, für einen Moment bleibt stehen und ändert sich die Richtung. Und diese Position, stationär zu sein, vermittelt uns, und das wird morgen sein, also nicht heute, sondern morgen, dass wir für einen Moment mal stehen bleiben. Und was vermittelt Pluto? Das ist das Loslassen, Kündigen, Verabschieden. Das heißt nicht alles loslassen, sondern
Ihr könnt das so vorstellen, wir bewegen uns in unserem Lebensweg. Und wir haben sinngemäß, kann ich das so beschreiben, könnt ihr das sicherlich vorstellen, wir haben einen Rucksack dabei. Und in diesem Rucksack sind die Lebenserfahrungen, die Erinnerungen, auch Gefühle, auch unserem Gedankenmuster. Und das schleppen wir mit. Wenn dieser Rucksack zu schwer ist, dann bedrückt uns das. Und dann schleppen wir so viele Dinge unnötig mit in unserem Leben. Und was löst es aus? Wir haben einen ganz schweren Lebensweg. Und Pluto sagt, bleib mal stehen für einen Moment, schau mal rein in diesen Rucksack. Was könntest du aussortieren, was brauchst du nicht? Das kann Gedankenmuster sein, wie zum Beispiel, wenn jemand sagt immer wieder, oh, ich bin das gar nicht wert, ich habe das gar nicht verdient. Verabschieden von solchen Gedanken oder Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, raus damit. Oder Gegenstände, was ständig im Weg liegt, brauchen wir nicht immer alles festhalten. Aber auch Verbindungen, Kontakte, Freundschaften aufräumen. Weil oft wird das auch ausgenutzt. Und da haben wir die verletzten Gefühle. Warum sollten wir das uns zutun, selbst verletzen? Sondern Entscheidungen treffen. Und genau dazu eignet sich dieser Tag, nicht heute, sondern morgen aufräumen. Und das, was Pluto sagt, außerdem, wenn wir aufräumen, das ist viel leichter, unserem Lebensweg ist viel, viel einfacher, viel leichter und wir haben Platz. Platz für neue Dinge, für neue Begegnungen, für neue Lebenserfahrungen. Aber solange wie das alles voll ist, blockiert das alles. Also aufräumen. Jetzt schauen wir die beiden Mondknoten an. Absteigende Mondknoten, aufsteigende Mondknoten. Es ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel, aber die bewegen sich auch. Dieser absteigende Mondknoten zeigt Vergangenheit, auch karmischen Themen. Und die aufsteigende Mondknoten hat auch mit Karma was zu tun, aber das ist die neue Richtung, was unsere Seele sucht auch. Die beiden bilden sich eine Drache. Aber dieser Drache ist getrennt. Drache erscheint in allen mythologischen Geschichten in verschiedenen Völkern. Begegnen wir überall mit diesem Drachensymbol. Gibt auch ein Stammbild im Himmel, wo auch Drache heißt. Und das symbolisiert unsere Ängste. Und Drachentöter zeigt auch diese Geschichte, verabschieden von Angst. Und jetzt astrologisch, diese beiden Knoten bedeuten, diese Drache ist getrennt. Die Kopf wurde abgeschnitten. Da gibt es auch eine mythologische Geschichte. Und das ist abgetrennt, die Körper. Und das ist hier Ketu, die absteigende Mondknoten. Das kennen wir schon, weil es ist Vergangenheit. Und der Kopf suchen wir. Man könnte sagen, die Seele sucht, wo ist dieser Kopf? Ja, die Astrologie zeigt es auch. Dieser Kopf ist hier in den Zwillingen. Und das ist nicht nur heute oder morgen, sondern ein ganzes Jahr. Und auch Jahr 2020. Ketu aktiviert hier Themen im Schütze. Rahu aktiviert hier Themen in den Zwillingen. Und das begleitet uns jetzt 2 Jahre lang. Und jetzt die Verbindungen. Sonne und Mond steht in Harmonie, das habe ich gesagt. Mond und Venus steht in Einspannung. Und das bedeutet für uns Frauen klar und deutlich, auf unseren Gefühlen achten. Nicht unsicher sein, auch nicht eifersüchtig oder kein Schuldgefühl, sondern wirklich im Vertrauen bleiben. Mond aktiviert Gefühle. Bei Venus-Energie handelt es sich um uns Frauen oder Thema Liebe, Partnerschaft. Wenn wir jetzt zu emotional sind, das führt zum Spannung. Das kann sogar bis zum Streit oder bis zum Trennung führen. Also wichtig ist bei dieser Spannung, Verbindung, unseren Gefühlen im Griff bekommen. Auch wenn wir innerlich ein bisschen unsicher sind, ja nichts sagen.
und auch nicht die Männer jetzt damit beschäftigen, über Gefühle zu sprechen oder die Gefühle klären, weil genau das, was sie nicht hören wollen, außerdem hier im Stier, die wollen einfach die Tage genießen und wollen die Ruhe haben. Und bei dieser Spannung bitte drauf achten. Sonne und Uranus steht in einer Verbindung, sie wirken zusammen, jetzt kommen Veränderungen, das klärt sich auch etwas auf oder Sonne zeigt die Richtung, in welche Richtung soll das weitergehen. Mars und Neptun steht aber auch in Spannung und das trifft die Männer und Neptun zeigt die Träume, die Männer wollen auch ihre Träume verwirklichen. Und sie fühlen sich gerade enttäuscht, weil das nicht so läuft, wie sie das wollen. Vielleicht gar nicht bezüglich auf Liebe, Partnerschaft, sondern finanziell oder beruflich. Und da stehen die Männer aber auch in Spannung. Und jetzt schauen wir diese Karte an. Und da sind Symbolen von der tibetischen Astrologie. Nach außen. Wie ist die Energie nach außen? Was können wir vermitteln? Hier ist die Metallelement und das bedeutet Gerechtigkeit und Klärung. Etwas müssen wir aufklären oder mit uns was klären. Im Klaren sein von etwas oder etwas bereinigen und dann aber auch aktiv sein, aber nicht zu viel, nicht zu stürmisch. Ganz, ganz dezent, langsam. Und wir brauchen Sicherheit, Stabilität, Struktur und wir suchen auch Kontakte, Verbindungen und wir brauchen die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht und liebe Partnerschaft, da die Ruhe, da die Stabilität ist auch ein sehr wichtiges Thema. Hier diese Figur zeigt Holzhase und Holz bedeutet Wachstum. Eine langsame, aber immerhin ein Wachstum. Und kommt noch dazu die Erde-Element und Feuer-Element, diese Farben zeigen das auch. Das heißt, wir brauchen gerade Sicherheit, Stabilität, Struktur. Wir sollen geduldig sein, nicht zu stürmisch handeln, sondern die Energie auch nach innen halten. Wir brauchen auch selbst diese Energie und die Ruhe und inneren Gleichgewicht. Und mit diesem Geduld kommt eine langsame Bewegung, was uns auch begeistert. Und so kommt alles in Form und dann hat das auch eine Struktur. Wir werden heute auf die wahren Werte achten und diese Wertschätzung führt auch Menschen zusammen, die einen gemeinsamen Ziel verfolgen. Heute gibt es auch Großzügigkeit, verständnisvoll. Aber sind wir heute ein bisschen unentschlossen und das kann sein, das erschwert ein bisschen die Entscheidungen und verpassen damit die Möglichkeiten. Kommt eine langsame Steigerung, was uns heute unterstützt und Kraft gibt, auch Lebensfreude, das ist Sport, Bewegung und Tanz. Die Zahlen haben auch eine Bedeutung, hier die Zahl 4 im Erde-Element bedeutet, wie wichtig das ist, Sicherheit, Stabilität, auch finanzielle Stabilität, auch im beruflichen Umfeld, also die Berufung zum Leben, da die Struktur, die Stabilität zu bekommen. Die Zahl 7 hier mit Feuerelement bedeutet, wir haben Chancen, Möglichkeiten, etwas verbessern, verändern. Dann sollen wir auch zwar nicht so stürmisch handeln, sondern kleine Schritte machen, aber doch etwas in Bewegung setzen. Die Schicksalszahl ist die Zahl 1 im Metallelement. Das mit uns selbst etwas klären oder bereinigen, auch unseren Gefühlen, klare Entscheidungen treffen auch. Wichtiges Thema ist die Gerechtigkeit. Und diese ganze Kombination steht in Verbindung zum Jahrgang 1975 und das ist der Tag für diese Jahrgänge, die sind im gleichen Schwingung, was die heutige Tagesenergie betrifft und das wird sein noch 2035, aber das dauert noch. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen.
Mein Name ist Dendera Susanna Medici.